Fernseher Sache, da kann ich als freier Bürger dieses Landes mich nicht länger dazu zwingen, sowas anzugucken. Helmut, ich will nicht wissen, was du im Fernseher anguckst. Ich will wissen, was das ist. Wahre, innige Liebe. So sag's doch gleich. Das ist was Großes, was Besonderes. Ja. Etwas, was du nur ganz selten erleben darfst. Echt? Ja. Wann, wer, wo? So einfach kann man das doch nicht sagen. Kurz, sowas passiert einfach. Du und deine Frau zum Beispiel, ist das die große Liebe? Du könntest aber auch Sachen fragen, Mensch. Meine Frau ist evangelisch. Außerdem kommt sie aus Reutlingen. Was willst du denn da erwarten? Ah, dann ist sie gar nicht die große Liebe. Du liebst deine Frau gar nicht wirklich. Nein, ja, doch. So kann man das doch nicht sagen. Verstehst du, ich bin einfach schon viel zu lang verheiratet, als dass ich jetzt noch zweifelsfrei sagen könnte, sie ist die große Liebe. Mhm. Naja, sie sagt zu mir auch immer, damals, als ich halb so alt, halb so schwer und doppelt so schön war, damals wäre ich ihr große Liebe gewesen. Ah, du meinst, die Liebe verfettet mit der Zeit, hä? Ja, der Körper wandert eben dem Tod entgegen und da kannst du gar nichts dagegen machen. Naja, ein bisschen Sport wäre in deinem Fall ja auch nicht schlecht. Oh Mensch, ich bin ja schon bei der Feuerwehr, hä? Da mache ich genug Sport. Ah, dann ist die Feuerwehr deine große Liebe. So also, würde ich das nicht sagen. Ich gehe gerne aber mir macht es auch Spaß, aber jetzt die große Liebe. Und dann die Kinder, hä? Das ist richtig. Das ist richtig. Meine Kinder, das ist meine... Obwohl, mein Junge, du, der hat mir jetzt gerade erst wieder einen Balance auf Oh, Helmut, ich möchte so gern die große Liebe von jemand sein. Kannst du dir vorstellen, dass eine Frau so verliebt in mich ist, dass sie nur noch an mich denkt und nachts nicht schlafen kann, weil ich nicht da bin? Die große Liebe, die gibt's nur im Film. Ey. Ja, im wahren Leben musst du zu jemandem auch mal Arschloch sagen dürfen. Ey. Das darfst du aber zu einer großen Liebe nicht machen. Ja? Deswegen sollte man ja immer jemanden heiraten, den man nicht leiden kann. Ey! Ja. So, was bleibt da noch? Was, den Fernseher gucken? Wahre Liebe, hä? Ja. Ich hätte doch gewusst, dass du das anguckst.